Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Rabens. Sorry, dass in den letzten anderthalb Wochen nur so selten neue Folgen kamen, generell. Das liegt daran, dass ich eine ganze Weile nicht zum Aufnehmen kam, aus Gründen. Und dann dachte ich mir, es ist vielleicht ein bisschen besser, nur alle paar Tage eine Folge freizuschalten, als meinen täglichen Rhythmus durchzuziehen und dann ewig lang gar nichts. Ich hoffe mal, das Ganze hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt und ich kann jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Na, komm her, so ist gut. So, es läuft doch aber hier wunderbar. Bastler Scavenger sind so stark wie Snapper, habe ich glaube ich schon mal gesagt, also zumindest ähnlich stark, geben genauso viel Erfahrung wie Snapper, aber mittlerweile habe ich ja da gar keine Probleme mehr mit den Viechern. Wenn ich mir überlege, was ich da früher für Probleme hatte mit den Snappern. Das war ja richtig übel. Aber heute ist das gar kein Ding. Ich werde langsam echt stark und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das Spiel schon dem Ende zugeht. Ich denke, das geht noch eine ganze Weile. Ich bin ja hier erstmal im, keine Ahnung, dritten Kapitel oder so. Wobei, ich habe ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, die Erweiterung hätte man eigentlich im zweiten Kapitel machen sollen. Dann wäre ich dort auch leichter hingekommen, weil dann nicht die ganzen Suchenden bei den Steinkreisen gewesen wären. Andererseits wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich hier als Magier im zweiten Kapitel hätte durchhalten können. So, ich brauche 90 Leben. 90 Leben. Schauen wir doch mal, was habe ich denn hier? Na, vergiss es. Ist die gerade runtergefallen? Ist schon angeschlagen gewesen. Die ist wohl gerade runtergefallen, okay. Gut, ich brauche 130 Leben. Machen wir mal so. Brauche ich noch 120. Und dann könnte ich jetzt 10 von denen futtern. Puh. Dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Ich mach mal 6. Dann fehlen mir noch 50 oder so. Oder 48. Und dann so ein. Das reicht. Passt. Wird schon sein. Wird schon passen. Ich will ja hier nicht ewig rumfuttern, sondern ich will ja spielen. So, alle Fangheuschrecke. Komm mal her. Eine einzelne. Hey, ich habe die Waffe gezogen. Na? Und ich finde es immer noch so lustig, dass ich denen die Köpfe abnehmen kann. Ich meine, die sind 50 Geld wert. Von daher lasse ich mir die gerne. Lasse ich mir die ungern entgehen. Ups. Ups. Eigentlich wollte ich den Minecrawler treffen. Naja, kommt halt die. Sumpfgotte vielleicht auch noch her. Was soll's? Na, erstmal du hier oben. Irgendwie ruckelt das gerade. Nichts zu plündern. So, weg mit dir. Finde ich ja lustig, dass die da nicht hochklettern können. Nicht da zu plündern holen. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die das können. Ich meine, wer so in den Minen rumkrabbelt, sollte doch eigentlich krabbeln können in den Gängen und Schächten und so. Hätte ich jetzt zumindest so erwartet, dass Minecrawler klettern können ein bisschen. Kann ja ich besser klettern als die Minecrawler. Hast du irgendwas dabei? Da ist nichts zu holen. Die sind wahrscheinlich alle gleich. Ach, guck mal. Ein Kreuzchen. Sehr schön. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gibt es da oben irgendwas? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, sieht vor allem gefährlich aus. Ich lasse mal lieber sein. Bevor ich da jetzt mich wieder in den Tod runterstürze und alles nachstellen muss, habe ich irgendwie gerade keine Lust drauf. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, ein Lederbeutel, eine alte Steintafel und eine Spruchrolle. Was habe ich denn hier für eine Spruchrolle? Übrigens, guck mal hier, ganz viel Buddlerfleisch. Brauche ich nicht. Futter ich mal. Dann habe ich den Scheiß los aus dem Inventar. Und ich bin auch gleichzeitig geheilt. So. Naja, natürlich bleibt genau eins übrig. Was habe ich denn neu? Kleiner Feuer... Nee, was ist das? Feuerregen hatte ich, glaube ich, schon. Dann hätte ich hier Eiswelle. Licht und... Heiliger Pfeil hatte ich schon. Feuersturm hatte ich. Goblin, Skelett, Goblin, Wecken. Skelett, Feldräuber, Riesenratte, Lurker, Scavenger, Windhose, Windfaust, Blitz. Keine Ahnung. Scheint nichts Neues dabei zu sein. Schade. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Und die habe ich auch schon durchsucht. Dann fehlt mir jetzt noch genau 50 Mana. Das hole ich mir mal eben noch, bevor ich da reingehe. Wer weiß, was mich da drin erwartet. Und aus dem gleichen Grund speichere ich hier nochmal eine Runde. Und schauen wir doch mal,
Welche Viecher sich hier drin? Minecrawler, natürlich. Minecrawler. Na klar, die waren ja auch unten davor schon. Ist das nicht seltsam? Ich dachte, Minecrawler sind immer nichts zu plündern. In Höhlen oder so. Naja, gut, okay. Man kann ja dieses Ding auch als Höhle betrachten. So ein bisschen. Ui, sind das viele. Kommt mal alle hinter mich. Ich habe da so eine Idee. So gefällt mir das. Fast. Nur fast. Nur fast. Ich hätte das überleben müssen. Dann hätte es mir besser gefallen. Meine Güte. Da habe ich es gerade ein bisschen unterschätzt. Aber gut, dass ich gespeichert habe. Wie mache ich das? Das Problem war, gerade ich habe zu lange gezögert mit dem Durchrennen und deswegen konnten die sich dann vor mir querstellen und mich einkesseln, beziehungsweise eine Wand bilden, die mich nicht mehr durchließ. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt nochmal in schnell machen. Ich laufe hier. Vielleicht könnte ich ja... Warte mal. Bevor ich da reingehe, mache ich mal Folgendes. Ich mache mal ein Licht. So, wie viel Mana kostet das jetzt? Ah, das kostet 10. Okay, ich dachte immer, das kostet 5. Habe ich mich getäuscht? Das kostet 10. So, wo kriege ich Mana her? Da kriege ich Mana her. Und dann gehen wir doch mal hier rein. Ah, guck mal, ich sehe was. Genau, jetzt komme ich nämlich hier durch. Sehr schön. Jetzt will ich hier durch, da außen rum. Und jetzt sind alle hinter mir. Sehr gut. So gefällt mir das. Das war's schon? Oh, das war's schon. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Na, siehste? Nichts zu plündern. Und schon habe ich die Hälfte meines Lebens übrig. Hey! Sehr gut. Wie viele Zauber habe ich gebraucht? 2 habe ich gebraucht. Der dritte war verschwendet. Aber egal, was soll's. Passt schon. Ich habe es überlebt. Ich habe vor allem alle getötet. So. Her. Feld drüben. Ach ja, richtig, genau. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil das ja ewig nicht geklappt hat. Für Fortuno muss ich mit einem bestimmten Banditen reden, der mir da weiterhelfen kann. Das ist der vom Lager, der Miguel, der da Kräuter sammelt. Der kann mir dann dabei helfen, quasi was noch Stärkeres zu brauen, was dann Fortuno wohl sein Gedächtnis wieder zurückbringt. Ich dachte mir, das geht irgendwie. Ich wusste nur nicht wie. Und bevor ich da ewig rumhample, dachte ich mir, ich schau mal eben nach. Das werde ich... Weiß ich nicht, ob ich diese Folge schon schaffe. Vielleicht nächste Folge. Ich meine, ich bin jetzt hier soweit erstmal durch. Durch diesen Gang. Also durch diesen Weg in der Oberwelt. Ich habe ja hier schon... Ich bin hier schon am Ende in dieser Ruine. Das heißt, ich werde jetzt mit ein paar Dietrichen und einer blauen Steintafel zurückgehen zu den Magiern. Vorher allerdings werde ich noch lesen, was auf der Steintafel steht, natürlich. Und darauf steht... Kardimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Okay. Soll ich mir das vielleicht merken? Das klingt so wie nach einem Hinweis für... für einem Labyrinth. Ich fürchte ja, das könnte dann am Ende bei Raven sein. Schauen wir mal. Egal, ich habe jetzt hier die Steintafel. Ist das eine Höhle? Nee. Ich habe hier die Steintafel, das heißt, ich gehe jetzt zurück zu den Magiern. Dann werde ich mich... Es ist 9:56, eigentlich viel zu früh, um sich aufs Ohr zu hauen. Dann werde ich mich eben nicht aufs Ohr hauen. Kann mich einer von den Magiern heilen oder muss ich dann einen Trank schlucken? Keine Ahnung. Erstmal geht's ohne. Ich gehe zurück zu den Magiern, liefere die Steintafel ab. Und ansonsten hätte ich dann... Genau, geistige Irrwege. Das ist genau die Quest mit Fortuno. Ist es Fortuno? Heißt er Fortuno? Ich glaube, es ist Fortuno. Der verwirrte Sumpfheini aus dem Sumpflager. Banditenlager. Und früher aus dem Sumpflager, genau, richtig. Yo, ich könnte mal darüber gehen, ne? Was sagt denn die Karte? Karte sagt, in diese Richtung komme ich wieder Richtung zu den Piraten. Naja, was soll's. Ich gehe erstmal hier eins nach dem anderen erlegen. Ich gehe jetzt zu den Magiern und liefere erstmal die Steintafel ab. Denn das gibt Erfahrung
Und es reicht bei weitem nicht zum Levelaufstieg. Aber hey, was soll's. Hey, du. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimon. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Oh je. Adanos möge dich... Ja, Adanos möge mich schützen. Vielen Dank, Inos sei mit dir. Ich fürchte... Warte mal, wo war ich denn überall schon? Ich war schon rechts unten im Sumpf. Ich war noch nicht rechts oben bei den Banditen. Aber das waren die roten Tafeln, die habe ich ja schon. Weil die Banditen ja quasi mir ausgehändigt haben. Ich war links unten in beiden, glaube ich. Ja, da war ich in beiden. Das heißt, das Einzige, was mir noch fehlt, ist links oben im Canyon, da wo die Orks waren, da wo der Feuerteufel drin auf mich wartet. Hey. Die Frage ist jetzt... Warte mal, erstmal das hier. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos, seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Ja, da kommen plötzlich einfach mal so ein paar Magier aus dem Portal. Genau, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu den Banditen und mache die geistige Irrwege-Quest, oder ich gehe zu den... zu den Piraten und weiter nach hinten zum Canyon. Was tue ich denn hier? 70-70, Schutz vor Feuer, 20... Ist ja was. Was haben wir denn hier? Gürtel des Schutzes, der ist, glaube ich, besser. Ja, da gibt mir ein bisschen mehr. 77 vor Waffen und Geschossen. Naja, immerhin bin ich jetzt quasi ein Pirat. Ich mache das mal eben... Ich mache hier mal die Quest mit. Warum kann ich jetzt nicht sehen, wohin der Teleporter führt? Jetzt geht's. So, ich bin Bandit, ne? Alles gut, alles gut. Genau. Vielleicht sollte ich hier nochmal eine Runde speichern. Jetzt, wo ich erfolgreich in diesem Tempel war, erfolgreich die Tafel abgeliefert habe. Alle sind gerannt wie der Hasen. Ich erfolgreich mich geheilt habe, genau. Ich glaube, hier drin kann ich sonst nichts mehr erledigen, außer natürlich Raven selbst. Das Problem ist ja nur, da komme ich nicht durch. Da brauche ich irgendwie Hilfe von den alten, toten Vorfahren. Ja, so war das ungefähr. Immerhin. Das interessiert mich nicht. Ich habe dran gedacht, hier die Rüstung anzuziehen. Ich kann aber schauen, was passiert, wenn ich hier meine Magierrüstung anziehe. Weiß ich nicht. Ich denke mal, die greifen mich einfach an und sagen, ich bin kein Pirat oder ich bin der dämliche Pirat oder dämlicher Magier oder so. Schauen wir mal. Warte mal. Aber erstmal hier. Ah. Fortuno ist ziemlich verwirrt und könnte einen Trank vertragen, der ihm seine Erinnerung zurückgibt. Fortuno? Das ist doch der Diener von Raven. Er war es. Jetzt ist er nur noch ein Wrack und das ist Ravens Schuld. Raven? Ich habe bisher große Stücke auf ihn gehalten. Na, gut. Aber hier im Sumpf kann ich keinen Trank brauen. Ich könnte den Trank brauen. Im Lager steht ein Labortisch. Ich brauche nur das Rezept. Sei vorsichtig mit diesem Rezept. Es ist gefährlich, diesen Trank zu brauen. Wenn irgendwas beim Brauen schief geht oder eine Zutat nicht stimmt, wirkt der Trank tödlich. Oh oh. Ich werde vorsichtig sein. Okay. Dann schaue ich mir lieber das Rezept mal an und befolge es dann exakt. Ne? Rezept für Elixier der Geistesveränderung. Ich brauche das Sekret aus 2 Blutfliegenstacheln. Mana-Extrakt habe ich noch. Und Essenz der Heilung habe ich, glaube ich, auch genug. Ein Beutel roter Tränenpfeffer. Okay. Habe ich denn Blutfliegenstacheln? Moment. Ich habe hier Lederbeutel voller Münzen. Die tue ich mal weg. Die stören nämlich nur meine Suche nach dem roten Tränenpfeffer.
Der ist nämlich, glaube ich, auch in so Beuteln. Hatte ich nicht mal Blutfliegeln, Stacheln irgendwie so? Hatte ich da nicht mal welche? Verdammt. Wo kriege ich die jetzt her? Drachenblut habe ich. Ich gehe nochmal alles durch, warte mal. So, da ist nix, da ist nix. Ganz viele Schlüssel, Mole Rat Fett, Wagfell, Rohstahl. Nee, das habe ich nicht mehr. Ich hatte doch mal Blutfliegen, Stacheln. Hast du denn zufällig welche? Lass uns handeln. Nope. Reine Lebensenergie, vollständige Regeneration. Ja, ja, okay. Tja, dann werde ich hier wohl mal die ganzen Händler abklappern müssen, ne? Und den roten Tränenpfeffer, wo kriege ich den denn her? Oh mein Gott. Ich fürchte, das wird noch eine kleine Odyssee. Tust du handeln? Nee, tust du nicht. War ja klar. Hier draußen ist aber, glaube ich, auch keine Händler. Es gibt drinnen auf jeden Fall mehrere Händler. Dann schaue ich mich doch mal um. Ich weiß auf jeden Fall, Snuff hantiert mit Snuff und Fisk. Und dann ist, glaube ich, hier noch einer. Den mal zuerst. Oder? Warst du ein Händler? Ich glaube, du warst ein Händler. Nee, warst du nicht. Du kannst mir nur Goldhacken beibringen. Aber oben bei der Goldmine, genau, da ist noch ein Händler am Eingang. Den kann ich auch mal anschauen, was der so zu verkaufen hat. So. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Ja, das da habe ich doch gern gemacht. Ich habe doch gern geholfen. Wo bleibt mein Anteil? Gib mir was zu trinken. Hast du exakt Extrakt aus... Nee, hast du nicht. Blutfliegenstacheln oder Blutfliegenstacheln selbst. So, oh mein Gott, was für ein Zungenbrecher. Blutfliegenstacheln. Naja, okay, das geht eigentlich. Wenn man sich mal konzentriert und nicht wie ich auf das Spiel konzentriert und nur so nebenbei redet. Okay, hat... Naja, Fortuno, hat Fortuno irgendwas zu verkaufen? Ich glaube nicht, oder? Brauchst du das nicht? Fortuno verkauft nichts. Ich schau einfach mal. Erstmal Fisk. Hier, was hast du? Zeig mir deine Ware. Du hast... Ach da, Blutfliegenstacheln. Gib mir mal zwei. Und dann brauche ich noch roten Tränenpfeffer. Ja, das ging ja bisher einfacher als gedacht. Die Frage ist jetzt nur, kann ich hier den Extrakt schon rausholen? Was? Was? Ich kann die essen? Okay. Zeig mir deine Ware. Nee, das ist doch Blödsinn. Die heilen mich vollständig, das ist ja interessant. Für 25 Gold heilen die mich vollständig. Und was kostet diese vollständige Heilung, die ich da habe? Die kostet 150. Oh, wow. Ich erkenne ein Sparpotenzial. Keine Ahnung, sag du es mir. Huno, der Schmied, der hat wohl keinen Tränenpfeffer, oder? Zeig mal, was du hast. Das war keine große Sache. Nee, der hat nur das Stahlpaket. Der arme Kerl kann einem bleiben. Warte mal, stimmt ja, ich habe ja diesen Rohstahl. Da könnte ich mich mal nachts an die Schmiede stellen und den mal verarbeiten. Und mir ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Aber das werde ich nicht in der Folge machen, weil da wird eine ganze Folge oder so draufgehen. Das ist dann einfach nur langweilig, wenn ich einen Stahl nach dem anderen erst heiß mache, dann schmiede, dann schleife. Nee, abkühlen, dann schleifen. Und alles dauert jeweils ein paar Sekunden. Ne, handeln. Lass uns handeln. Nicht Goldhacken lernen. Hast du roten Tränenpfeffer? Würde ich ja eigentlich mal vermuten, weil die Leute ja irgendwas essen müssen. Aber nein, hast du nicht. Okay. Ich glaube, drinnen gibt's drinnen nicht auch einen Händler? Ich schau mal eben. Ich meine, die Folge ist eh gleich zu Ende. Dann gehe ich hier rein. Und danach werde ich mich dann zu den Magiern begeben. Dort geht's dann weiter. So, wer hier drinnen war denn ein Händler? Einer von euch hat, glaube ich, Gold geschmiedet. Goldmünzen, das warst doch, glaube ich, du. Du kannst mir Goldbrocken in Geld verwandeln, genau. Hier waren die Sklaven drin. Hier waren irgendwie noch mehr Sklaven drin. Und du da, der Koch, bist du nicht ein Händler? Hey, du. Nö, bist du nicht. Bist du da ein Händler? Nein, eine Sklavenwache. Tja.
Okay, hier gibt es keinen Händler. Nun denn. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich verspreche, es geht hier relativ häufig wieder weiter. Und beim nächsten Mal werde ich dann bei den Magiern sein und mich bei denen umschauen nach dem roten Tränenpfeffer. Und dann, eigentlich könnte ich dann auch gleich zu den Piraten gehen und die abklappern. Und dann einen Blick werfen in die Ork-Bibliothek. Ich denke jedes Mal, da geht's rein, aber da geht's nicht rein. Nun denn, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.